Ja, Antonia hat mich gefragt, dass ich etwas aus meinem Leben erzähle, dass ich ein Zeugnis gebe. Und ich muss ehrlich sagen, ich höre sehr gerne Zeugnisse. Lieber als dass ich sie selber gebe. Und dann habe ich mir immer gefragt, wieso hören wir gerne Zeugnisse? Ich weiß nicht, wie es für euch ist, wer auch gerne ein Zeugnis hört. Und wieso ist das so? Ist es nicht, dass man sich zurücklehnen kann? Jetzt muss ich keine Musik machen, jetzt muss ich kein Gebet sprechen. Jetzt kann ich einfach mich zurücklehnen wie einen guten Film genießen. Ich glaube, dass es nicht nur das ist, sondern ich glaube, das, was uns in Zeugnissen fasziniert, ist, dass jemand etwas aus seinem Leben erzählt und das berührt dann auch mich. Und dann sehe ich, in dem Leben war irgendwie Gott da. Und ich glaube, das ist das, was uns berührt, wo wir merken, Gott war in dem Leben da, er hat dort gewirkt. Das heißt, irgendwie ist es näher, dass Gott auch in meinem Leben wirken kann. Hat mir gesagt, irgendwie Viertelstunde, 20 Minuten soll ich reden. Letztes Jahr an Pfingsten sollte ich sogar 50 Minuten reden, das war noch viel länger. Ich finde es trotzdem immer lang und es sind viele Worte und der ganze Abend ist lang. Und ich möchte einfach zu Beginn einladen, wenn ein Wort irgendwie dich vielleicht anspricht, dann nimm es einfach und das ist vielleicht schon genug. Meistens können wir ja jeden Tag nur wie einen Schritt gehen, wenn wir das schon schaffen, einen Schritt auf Gott zu machen. Und dann könnt ihr ruhig den Rest wieder vergessen. Wahrscheinlich behaltet ihr alle das Schwein und das erzählt ihr mir in 3 Jahren noch, wenn wir uns dann irgendwo wieder treffen. Genau. Also, es stimmt, jetzt komme ich aus Paderborn, aus OWL. Meine Heimat liegt aber näher an der von Gunnar dran. Eben hat Antonia gefragt, wen kenne ich? Habe ich gesagt, die Geschwister von Gunnar und mir, die kennen sich besser, als wir uns kennen. Wir wissen voneinander. Genau, ich komme aus dem Rheinland und ich bin eben das dritte Kind von 6 Kindern. Und ich bin ganz schön katholisch aufgewachsen, eben im schönen Rheinland. Das ist etwas anders als in Münster. Aber es ist nicht so weit von hier weg, in der Vorstadt von Düsseldorf. Und ich habe eigentlich als Kind insgesamt, würde ich sagen, Gott sehr positiv erlebt, dass ich auch direkt mit ihm sprechen kann, dass ich auch alleine mal beten kann. Und es war interessanterweise für mich von klein auf klar, ja, entweder ich werde Schwester oder ich heirate und werde Mutter. Das war wie in meinem Kopf klar. Das war natürlich auch nur klar, weil ich es auch erlebt habe und weil ich es auch irgendwie beides positiv erlebt habe. Und es war für mich wie selbstverständlich. Ich weiß ja auch manchmal gedacht, ach, 10 Kinder wären schön. Weiß ich nicht, ob ich das heute auch noch schön fände, aber einfach weil es ein bisschen viel ist und anstrengend. Und wenn ich meine Neffen und Nichten schreien sehe und auch meine jungen Geschwister, die sind auch ein ganzes Teil jünger, habe ich doch einiges mitgekriegt. Genau. Und dann kam aber die Krise, die viele erreicht. Bei mir kam sie so mit 14, dass ich auf einmal alles nicht mehr so interessant fand mit dem Glauben. Ich war Messdienerin und so. Und ich habe das auch äußerlich weiter mitgemacht, weil ich war eher ein artiges Kind und eine artige Jugendliche. Und dann, ja, später hat sich das dann aber gegeben, mein Artigsein. Ich bin keine artige Schwester mehr, würde ich sagen. Und auf jeden Fall habe ich dann, das fiel leider in die Zeit der Firmung. Deswegen, ich habe großes Verständnis für Firmlinge, die keine Lust haben. Trotzdem würde ich mich freiwillig nicht dafür melden, jetzt dort die Firmenvorbereitung zu machen. Mein Vater hat das jahrelang gemacht. Da habe ich großen Respekt vor, weil ich hatte überhaupt keine Lust auf diese Firmenvorbereitung. Und trotzdem habe ich dann irgendwie auch die Firmung über mich ergehen lassen. Und ich weiß noch genau, dass jemand dann aus der Gemeinde zu mir sagte, wo es um die Firmung ging, ja, Lucia, bei dir war ja klar. Und ich habe nur und gelächelt und habe innerlich gesagt, nee, ich habe überhaupt keinen Bock. Und ich weiß nur noch genau, dass die Firmung war. Ich erinnere mich daran und dass ich innerlich, wie gesagt, habe, nein, und ich will das nicht und ich habe keine Lust. Aber ich war wie nicht stark genug, in dem Moment zu sagen, meine Eltern wären da sicher drauf eingegangen, wenn ich gesagt hätte, ich möchte das nicht machen, aber ich konnte das in dem Moment nicht. Was interessant war, dass ich in dieser Zeit gemerkt habe, dass ich immer mehr Ängste hatte. Dass ich gemerkt habe, das ist komisch, ich habe immer mehr Ängste. Und was auch interessant war, dass ich zu Gott gesagt habe, weißt du was, lieber Gott,
ich glaube nicht, dass es dich gibt. Und mir ist es erst Jahre später aufgefallen, dass es total paradox und eigentlich ein wunderschönes Gebet war. Aber das ist mir nicht aufgefallen, so mit 14. Weil es ist eigentlich total schön, dass ich trotzdem weiter mit Gott gesprochen habe. Ich habe das jetzt nicht ständig gesagt, muss ich sagen. Und es ist auch schön, dass ich ihm die Wahrheit gesagt habe, dass ich ihm irgendwie meine Zweifel gesagt habe. Und das weiß ich nicht, ich glaube, das ist immer wieder die Gefahr, dass wir doch wie schön fromm sein müssen und natürlich ist mit Gott und mir alles okay und natürlich muss ich Lobpreis machen. Und ich glaube, jeder von uns hat was, was in uns dann irgendwie gärt oder rumort und sagt, boah, ich habe aber eigentlich gerade ein Problem. Und dann ist es so wichtig, dass ich das Gott auch sage, dass ich ihm meine Zweifel sage und dass ich gerade sage, boah, du bist noch so fern. Und es war dann, ich muss sagen, ich war, heute mag ich die Sprachen tatsächlich lieber, aber ich war lange schon ein richtiger Mathe-Freak. Ich hatte dann noch Mathe-Leistungskurs später und alles. Und es war dann erstmal so eine Kalkulation, dass ich gedacht habe, also mit Gott in deinem Leben ging es dir besser als jetzt, wo du entschieden hast, du brauchst Gott nicht mehr und wo du gesagt hast, boah Gott, ich kann ohne dich. Da habe ich gemerkt, ich habe doch eigentlich mehr Ängste und dann war das eher so eine wirtschaftliche Kalkulation in meinem Kopf, dass ich gesagt habe, vielleicht sollte ich es doch nochmal mit Gott probieren, weil dann ging es mir besser. Und ich glaube, das passiert uns auch immer wieder, dass wir irgendeine Kalkulation mit Gott machen. Manchmal merken wir es, manchmal nicht. Auf der anderen Seite hat Gott das genutzt, das ist das Gute, weil ich bin dadurch so ein bisschen wieder auf ihn zugegangen. Und dann hat, das Ganze ging ungefähr ein Jahr, dann hat meine Schwester mich auf ein Jugendtreffen eingeladen und hat gesagt, komm doch mit. Und da war es schon, dass es mehr in mir gearbeitet hat und dass ich wie gesagt habe, boah, das wäre vielleicht eine Chance. Weil ich habe gemerkt, ich möchte zu Gott zurück, aber habe wie alleine den Schritt nicht geschafft. Und dann habe ich eine starke Erfahrung einfach mit Gott gemacht an einem Gebetsabend. Und das Erste, was für mich einfach da klar war, war, dass Gott existiert. Und das war so wichtig für mich, weil ich doch vorher, selbst wenn ich heute im Nachhinein weiß, ich habe ihn noch angesprochen, dass ich trotzdem an der Existenz Gottes wirklich gezweifelt habe und dass ich wirklich gedacht habe, boah, der existiert wirklich nicht. Und das ist auch die Frage, die auch normal ist, dass man sich die in dem Alter eben stellt. Und dann war es aber auch noch, dass ich wirklich nicht nur einfach, okay, er existiert, jetzt neutral oder sachlich, dass ich jetzt einfach davon weiß, sondern dass ich auch die Erfahrung zutiefst gemacht habe, er sieht mich und er liebt mich. Und das hat wirklich mein Leben dann innerlich total umgekrempelt. Ich habe jetzt nicht äußerlich irgendwie komplett sofort was Neues angefangen oder so. Ich meine, da war ich 15, einfach weiter zur Schule gegangen. Und dann eine Zeit später, da war äußerlich wirklich nichts und ich habe an nichts gedacht. Ich war einfach schon jetzt auch ein bisschen so auf Wolke 7 mit meinem lieben Gott jetzt wieder so. Und dann war äußerlich wirklich nichts und ich habe dann innerlich ein Erlebnis gehabt, wo einfach ganz klar war, Schwester bei den Seligpreisungen. Das war einfach klar, wo ich manchmal denke, andere, die suchen jahrelang und irgendwas. Und bei mir war das irgendwie mit so einer Klarheit. Natürlich wird es auch mit den Jahren dann nochmal klar, aber es war wirklich in dem Moment mit so einer Klarheit da. Und dann könnte man sich eigentlich sagen, ja, ist doch jetzt alles einfach und dann kannst du jetzt einfach warten und dann machst du es irgendwann und fertig. So einfach war es dann nicht, weil ich dann auf einmal andere Ideen bekommen habe. Und zwar habe ich auf einmal gedacht, weil die Seligpreisung kannte ich schon, da habe ich gedacht, nee, Lucia, das kann nicht sein. Bei den Seligpreisungen, das kann nicht sein, das wäre ja viel zu leicht und zu schön. Und überhaupt, du musst was Großes und Schweres für Gott machen und ein großes Opfer bringen. So habe ich mir dann gedacht, so in meinem jugendlichen Elan, dass ich jetzt irgendwas Großes machen müsste. Und habe dann gedacht, ja, vielleicht sollte ich auch besser in einen klausurierten Orden gehen, wo ich dann wirklich nur für Jesus da bin und wo ich dann nur bete und so, dass ich mich nur auf Jesus konzentriere. Und dann habe ich tatsächlich auch verschiedene andere Gemeinschaften besucht und ich war eben auch bei diesen Klausurierten und habe dann aber genau da gemerkt, jetzt die Vorstellung, ich wohne hier und da vorne ist mein Grab und das ganze Leben spielt sich hier ab, da habe ich auf einmal gemerkt, das macht mich eng, das kann ich nicht. Und was auch interessant war, dass ich da gemerkt habe, Gott ruft mich zu den Menschen.
Und ich war damals wirklich noch sehr schüchtern, das ist auch sehr lange geblieben, je nachdem in welchem Kontext, wo ich auch dachte, lieber Gott, wie stellst du dir das denn vor, ich bei den Menschen? Aber es war trotzdem klar da und ich habe verstanden, okay, das ist es nicht. Und diese Vorstellung, obwohl man ja auch woanders jetzt auch schon wissen könnte, da ist jetzt mein Grab, das war irgendwie was bei mir dann wie so einen Klick gemacht hat, wo ich gemeint habe, also das geht nicht, das geht nicht. Da jetzt da vorne wissen, das ist mein Grab, das geht nicht. Und dann haben sich eben die anderen Gemeinschaften auch Stück für Stück, ich habe die besucht und immer habe ich gemerkt, boah, es ist das nicht. Und trotzdem bin ich so dankbar, ich habe von jeder was mitgenommen. Und dann habe ich halt in der Zeit dann noch normal meine Schule weitergemacht, Abitur gemacht. Und eben weil ich Mathe gerne mochte und ich dann noch ein bisschen ungeduldig war, hatte ich keine Lust zu studieren. Meine Lehrer fanden das nicht so witzig und haben mir dann noch eine Stipendium-Empfehlung hinterhergeschmissen. Die hat es aber in dem Moment nicht verändert, dass ich dann mich für eine Ausbildung entschieden habe und ich bin dann zur Bank gegangen. Die Zeitungen verkauft, haben das dann mehrmals danach total super verkauft, von der Bank ins Kloster, als sei ich an der Börse gewesen und hätte dann die Riesenbekehrung erst erlebt und so. Das hört sich dann, die Überschrift hört sich super an und da haben die auch ein paar Jahre später nochmal dieselbe dann von der anderen Zeitung geklaut. Ziemlich witzig. Egal. Auf jeden Fall, so war es nicht. Ich habe einfach nur gedacht, boah, Mathe liegt mir und Bank dauert noch nicht mal 3 Jahre, nur 2,5, wenn man Abitur hat. Nur so nebenbei. Und dann habe ich aber das Kaufmännische, dann hat man mir gesagt, die Bank ist das höchste Kaufmännische. Habe ich mir gedacht, okay, ne, so ein Kompromiss mit meinen Lehrern, ich gehe nicht studieren, aber dann mache ich die höchste kaufmännische Ausbildung. Okay, dann habe ich auch schnell eine Bank gefunden, die mich genommen hat. Dann bin ich da hingegangen und nach einer Woche war ein Schock da. Weil da habe ich gemerkt, oh, also das ist es jetzt nicht. Und ich wusste gar nicht, was man da alles macht und was das bedeutet. Und vor allem haben sie mich sofort an den Schalter gestellt und ich wusste nichts. Das ging dann auch zuerst nicht so gut, sie haben mich nicht sofort wieder weggeschickt, das nicht. Aber die ersten Beurteilungen waren jetzt nicht so super, wenn ich da so sehr gesprächig dann am Schalter stand und nur gerade geschafft habe zu sagen, ich hole jemanden. Genau, das, aber das hat sich mit der Zeit gelegt und es war interessant, dass ich dann gegen Ende, ich habe gemerkt, also die Börse, die habe ich auch nicht verstanden. Ihr dürft mich jetzt nicht gleich fragen, welche Aktien ihr morgen kaufen sollt, das kann ich euch nicht sagen. Ich habe auch die Bankausbildung super abgeschlossen, aber im Herzen das Thema, da war ich jetzt nicht voll bei der Sache. Aber was trotzdem schön war, ich war am Ende dann am Schalter, ich habe diese Arbeit total gerne gemacht, diese Begegnung mit den Kunden, mit den Kollegen, ich hatte wirklich super Kollegen, das war ein super Team. Und einfach diese Arbeit, auch morgens hingehen und abends nach Hause, nicht wie ein Lehrer noch ein Packen Klausuren mitnehmen oder so. Diese Arbeit an sich, dieses Kaufmensch und der Kundenkontakt, der hat mir, der war super. Und ich meine, am Schalter musste ich keine Aktien verkaufen, das war sehr gut. Ganz am Ende, als ich da war, da haben wir dann so eine Fortbildung machen müssen, um auch Versicherungen am Schalter zu verkaufen. Aber da war ich gerade raus. Aber sonst, diese Arbeit hat mir eigentlich sehr gelegen, schlussendlich, selbst wenn ich diesen Inhalt eigentlich nicht mochte. Und trotzdem war ich ein bisschen ungeduldig, das blieb. Und da möchte ich eine Geschichte erzählen, vielleicht auch, weil es sind sicher welche auch unter euch, die auch irgendwie sich Fragen stellen oder sagen, boah, ich bin in einer Lebenssituation, wo ich sage, boah, Jesus, was soll ich hier? Und ich könnte doch besser da und da für dich wirken. Und mich hat das so getröstet, diese Situation. Und mich haben auch später öfters welche gefragt, auch schon zu der Zeit, aber auch später nochmal, Lucia, du warst doch immer ein liebes katholisches Mädchen, da wird man doch Lehrerin, Erzieherin oder vielleicht noch Physiotherapeutin, aber man geht doch nicht zur Bank. Aber ich habe gesagt, nein, Christenbrauch ist überall und das würde ich auch heute noch sagen und ich würde auch heute wieder in der Bank arbeiten, nur nicht bei den Aktien und nicht bei der Vermögensberatung, aber in der Buchhaltung würde ich sehr gerne arbeiten. Und da war eben eine Situation, die für mich wirklich total tröstlich war, auch das ein bisschen anzunehmen, dass ich jetzt noch nicht im Kloster war. Und zwar, ich war am Ende in der Hauptstelle, hatten wir so drei Schalter und es wurde aber immer nur, es war eine Schlange, die Kunden gebildet haben. Und dann an dem Tag war relativ viel los und dann sah ich in der Schlange schon eine Kundin, eine ältere Dame mit Rollator, die schon öfters da war. Und die jetzt nicht so unsere Lieblingskundin war. Und ich muss aber ehrlicherweise sagen, das, was sie mir von ihrem Leben erzählt hat, habe ich auch verstanden, wieso sie jetzt nicht so ganz freundlich immer lächeln konnte und dankbar war und so.
Und ich habe wirklich an dem Tag, ich habe schon gedacht, nein, also jetzt heute will ich sie nicht erwischen. Und dann war sie die Erste in der Reihe und ich habe noch versucht, den Kunden vorzuhalten, dass er ein bisschen länger bleibt, dass ich noch ein bisschen mit ihm quatsche, das konnte ich dann inzwischen. Aber der wollte weg. Und dann habe ich gemerkt, jetzt ist sie dran. Und ich komme da jetzt nicht drum rum. Und dann war das Gute, sie war mit dem Rollator. Das heißt, sie hat etwas länger bis zu mir gebraucht. Und in der Zeit habe ich gebetet. Ich habe das oft gemacht. Ich habe immer, wenn die Leute bei mir am Schalter standen und einen Beleg ausfüllen mussten, habe ich immer im Herzen, ich habe das natürlich nicht gemacht, habe ich wie innerlich einfach kurz gebetet. Die haben das nicht gemerkt. Habe ich einfach die Person gesegnet innerlich. Auf jeden Fall, in dem Moment, wo sie dann auf mich zukam und ich hatte die paar Meter mit Rollator eben Zeit, habe ich gesagt, nur so wirklich, ich hatte keine Lust. Und es war eh schon ein schwerer Tag und so, aber ich habe nur kurz gesagt, okay, Jesus, für dich. Und trotzdem war ich wie auch vom Gefühl her, hätte ich den auch so eintreten können. Also ich war wirklich, das war auch für mich so gut, weil ich dann gemerkt habe, also ich war in dem Moment jetzt gar nicht irgendwie so fromm eigentlich innerlich unterwegs. Und dann kam sie und dann, wie ich konnte, habe ich alles mit ihr gemacht und so und so und so und so und so. Und dann fing sie auf einmal an zu weinen. Und dann hat sie gesagt, oh, sie sind so lieb zu mir. Und wirklich, mir war danach der vor das Schienbein zu treten. Sie sind so lieb zu mir. Und dann war sie eben ganz glücklich und danach, meine Kollegen waren froh, wollte sie nur noch zu mir und hat mir Süßigkeiten mitgebracht und alles. Und für mich war das so stark, dass Gott wie auch meine Ungeduld benutzt hat und er hat sogar auch einen schlechten Tag genommen, weil da habe ich gemerkt, das war absolut nicht ich und dass er mir auch so gezeigt hat, boah, egal wo du bist, du kannst schon für Jesus da sein. Du kannst schon voll für Jesus da sein und etwas tun. Genau. Und was dann aber auch in der Bank war, es hat mich immer noch beschäftigt. Ich habe immer noch meine Gemeinschaften besucht und überlegt und so. Und ich habe dann auch zwischendurch zu Jesus gesagt, boah, Jesus, vielleicht ist das ja nur meine Idee. Weißt du was, ich heirate auch gerne. Das ist kein Thema. Ich heirate gerne und ich mag auch Kinder und so. Und trotzdem war, dass mich das nie losgelassen hat. Ich weiß, dass ich am Schalter stand, das war wie ständig präsent. Da war wie kein Tag, wo das nicht präsent war, wo das nicht da war, wo ich nicht daran gedacht habe. Und dann habe ich halt irgendwann gedacht, boah, Jesus, weißt du was, also das ist irgendwie noch da. Und ich habe auch keine andere Idee jetzt, als zu den Seligpreisungen zu gehen. Das ist ja eigentlich das, was du mir am Anfang gesagt hast oder was ich so wie glaube, verstanden zu haben. Und dann habe ich Exerzitien gemacht und dann habe ich gemerkt, boah, ich kann vielleicht in die Richtung gehen und habe dann gesagt, boah, es lässt mich nicht los und habe dann tatsächlich, habe ich dann gekündigt und bin dann in die Gemeinschaft der Seligpreisungen eingetreten. Zu dem Zeitpunkt war ich 22 Jahre alt. Und dann war es schon, ich weiß, dass die erste Zeit war sehr schön, weil ich einfach gemerkt habe, boah, ich bin angekommen. Und es ist endlich, dass auch dieses innere Suchen irgendwie eine Ruhe gefunden hat. Und trotzdem ist es schon noch schwer und es kommen trotzdem Fragen auf und man denkt sich, ja, ist das das jetzt wirklich und so. Und ich habe auch ein bisschen gedacht, wo Antonia mich gefragt hat, wieso stehe ich jetzt hier als Schwester und wieso stehe ich jetzt nicht hier als Mutter oder als Managerin? Wieso habe ich nicht die Karrierestelle angenommen, die sie mir in der Bank angeboten haben? Wieso habe ich nicht was aus meiner Stipendium-Empfehlung gemacht? Warum bin ich hier? Warum bin ich hier? Und ich merke manchmal bei den Menschen, hier sind vielleicht nur Fromme, aber dass da manchmal, ich habe immer sehr schöne Begegnungen, wenn ich mit dem Zug unterwegs bin, wo dann doch kommt, ah, du hast keinen Mann gefunden oder du hast Angst irgendwie vor der Wirtschaft, die ist so hart und das kannst du nicht. Oder du hast keine Lust, dich anzuziehen und so musst du nicht überlegen, was du anziehst. So, da kommen dann immer so Überlegungen und trotzdem, glaube ich, sagt es indirekt trotzdem eine Wahrheit drüber aus, weil das geweihte Leben ist eine Provokation und es ist nicht zu verstehen. Und ich sage auch manchmal, Jesus, warum? Warum? Warum hast du mich dazu gerufen? Und dann gibt es auch Momente, wo ich, oh Mensch, ich sage, was soll das jetzt? Und trotzdem ist für mich ganz tief diese Erfahrung, und das war auch dann in den schwierigen Zeiten, gerade in den ersten Jahren, wo ich noch tiefer gemerkt habe, ich muss nichts Schweres für Jesus leisten, ich muss nicht irgendein Riesenopfer bringen und ich kann auch einfach in der Gemeinschaft sein, die ich schon lange kannte und die ich einfach auch menschlich mag.
weil das, was Jesus möchte, das ist wirklich mein tiefstes Glück. Und auch Ruf, das hört sich so an, als ist das sowas, was von außen kommt. Aber meine Erfahrung ist wirklich, dass eine Berufung, und dann jetzt meine Berufung, ist einfach meine tiefste Sehnsucht. Und wenn ich da wirklich, wenn ich da gut innerlich hinhöre, dann ist meine Berufung einfach das, dass ich zutiefst ich selbst sein kann. Dass ich das sein kann, was ich zutiefst bin und wonach ich mich sehne. Und deswegen ist auch meine Berufung zu leben mein Glück. Und natürlich sind dann Verzichte da, die auch provozierend sind, wo ich auch manchmal sage, ja Jesus, wie schaffst du das denn, dass ich glücklich bin und überhaupt und dass ich nicht völlig verschroben werde oder was weiß ich. Und das ist dann das, was Gott macht, was auch sein Wirken irgendwie ist, was uns übersteigt. Und deswegen eben, warum bin ich heute Schwester? Da könnte ich jetzt auch nicht sagen, ich habe mich hingesetzt und überlegt, ach, viel beten wäre mal schön und ja, und mal Zeugnis geben wäre schön oder singen wäre schön. Nein, da kann ich sagen, nein, all das nichts. All das nichts, sondern es ist wirklich für mich einfach nur dieser tiefen Sehnsucht zu folgen. Und das gibt mir einfach einen tiefen Frieden, wo ich weiß, ich bin an meinem Platz und Gott wird mich führen. Einmal, das fand ich sehr tröstlich, vor ein paar Jahren hat ein Bruder das gesagt und hat gesagt, ja, ich habe das auch nicht in der Hand. Gott führt mich und er ist es, der mir die Kraft gibt, der mir die Gnade gibt, dass ich heute in Treue meine Berufung leben kann. Und er wird auch morgen weiter mich führen und leiten. Ich möchte mit einem kurzen Text enden von meinem Lieblingsheiligen, den vermutlich nicht so viele von euch kennen. Raphael Arnaiz Baron. Kennt ihn jemand? Nein. Ich mache ein bisschen Werbung für ihn, muss ich nicht für zahlen. Das ist ein spanischer Trappist, leider sehr unbekannt. Und der ist eben auch mit Anfang 20, der hatte vorher Architektur studiert, bei den Trappisten eingetreten und musste nach ein paar Monaten wieder raus, weil er Diabetes hatte, war in den 30er Jahren letzten Jahrhunderts. Und schlussendlich musste er aus seiner Krankheit mehrfach raus und rein und konnte dann nur Oblate sein, das heißt nicht richtig die Gelübde ablegen. Und er brauchte dann eben durch seine Krankheit auch verschiedene Unterstützungen einfach, um damals halt mit Diabetes im Kloster leben zu können. Und er schreibt dann einen Text, den ich sehr berührend finde, den einem Mitbruder schreibt, kurz bevor er das letzte Mal ins Kloster geht und wo auch unsicher ist, wie lange er noch leben wird. Er ist dann schlussendlich ein paar Monate danach gestorben. Und ich habe eben gehört, die Reihe davor war Jüngerschaft und das stimmt, dazu passt es eigentlich ganz gut. Und da lade ich auch einfach jeden von euch ein, wenn euch da was anspricht, das auch mit in die Anbetung zu nehmen. Ihr müsst jetzt nicht morgen ins Kloster gehen, aber jeder hat ja von uns einen Ruf und manchmal ist es ein ganz praktischer Ruf, einfach nur für den nächsten Tag. Und das ist manchmal, finde ich, schwieriger zu hören und zu verstehen, wo ruft Jesus jetzt mich morgen in meinem Alltag, der grau und einfach ist. Stell dir vor, du bist krank zu Hause, umgeben von viel Fürsorge und Aufmerksamkeiten, fast lahm, unbrauchbar, letztendlich unfähig, dir selbst zu heilen, dir selbst zu helfen. Aber eines Tages siehst du unter deinem Fenster Jesus vorbeiziehen. Wenn du beobachtest, dass eine Menge von Sündern, Armen, Kranken und Aussätzigen Jesus folgt, wenn du merkst, dass Jesus dich ruft und dir einen Platz in seinem Gefolge gibt und dich mit diesen göttlichen Augen ansieht, die Liebe, Zärtlichkeit und Vergebung ausstrahlen und dir sagen, warum folgst du mir nicht, was würdest du dann tun? Würdest du etwa antworten, Herr, ich würde dir ja folgen, wenn du mir einen Krankenwärter zur Verfügung stelltest, wenn du mir Mittel gäbest, um dir mit aller Bequemlichkeit und ohne Gefahr für meine Gesundheit zu folgen. Ich würde dir folgen, wenn ich gesund und kräftig genug wäre, um mir selbst zu helfen. Nein, wenn du die Güte in den Augen Jesu gesehen hättest, dann hättest du all diese Einwände nicht vorgebracht. Dann wärst du vielmehr von deinem Krankenlager aufgestanden, ohne an deine Pflege und ohne auch nur im Geringsten an dich selbst zu denken. Du hättest dich dem Gefolge Jesu angeschlossen, auch wenn du der Letzte gewesen wärst. Du hättest ihm gesagt, ich komme, Herr.